Wir waren halt den ganzen Tag der Kur auf der Spur bei Annette und Michi. Was haben wir alles gemacht? Wir haben Knädel, Draht, Brot haben wir gebacken. Finger gekackelt haben wir. Wisst ihr was? Schaut es euch einfach von vorne an. 5:07 Uhr in Kasten bei Wasserburg. Und das ist der Michi. Der treibt in aller Früh schon seine Kühe in den Stall, damit er es melken kann. Die kenne ich nicht, aber das ist die Annette, seine Frau. Hat natürlich auch schon einiges zum Tor. So. So. Annette. Käppchen. Jetzt gibt es was zum Trinken. Ja, das wartet schon. Weibe, komm, geh weiter, jetzt geh her. Und welches ist jetzt das Jüngste da herin? Das Jüngste ist da Enten. Gestern auf die Welt gekommen. Auf der Wart auf die Welt gekommen, in der Nacht. Und dann haben sie in der Früh durch den Nebel aufmarschiert, die Mama und das Kälte. Wie im Film. Wie im Film. Also was ihr schon alles macht, bis er mal neini ist. Ja. Das heißt, das 5 Uhr aufstehst, dann auch eigentlich keine Last nicht, sondern... Nein. Die Kühe, das ist die, die mengen wir mir und mit denen mengen wir mir jeden Tag zum Tor haben und die machen uns die größte Freude. Seine Kühe mag er also, der Michi. Schöne Härndeln haben sie. Seine Bio-Kühe übrigens. Ich hab ihn gefragt, warum eigentlich Bio? Das ist für mich Lebensart. Das ist für mich, das ist so tief drin. Das bin ich so gewohnt und das kann ich. Und dass das jetzt auch gerade Bio heißt, das ist halt jetzt gerade hip. Aber für mich könnte das auch Zukunftslandwirtschaft heißen, zum Beispiel. Weil ich weiß, wenn wir das so machen, dann funktioniert das in 50 Jahren auch noch. Und da habe ich die Verantwortung für die Fläche und für die Viecher, mit denen ich arbeite. Und mit der Molkerei Berchtesgadener Land, da haben wir einfach einen starken Partner, einen zuverlässigen Partner als Genossenschaftsmolkerei, wo du weißt, du kommst auch wirklich auf dein Einkommen. Auf so fast schon philosophische Gedanken folgt jetzt eine praktische Arbeit. Jetzt gibt es ein Brot. Meine Arbeit ist einmal auf alle Fälle ein Bohofeiwurzel. Die hat mit den anderen Tag und der ist so viel Arbeit. Du machst einfach alles selber, was geht, oder? Freilich. Was du selber kannst, brauchst du nicht machen lassen. Ich weiß, was drin ist und ich weiß, was herkommt und dann schmeckt es schon gleich ganz anders. Apropos Schmecker. Die Annette ist eine Künstlerin in der Küche und da kann der Michi schon ein bisschen streng werden. Schon mal was gehört davon, dass man Knödel nicht schneiden darf? Offensichtlich habe ich da noch nichts gehört davon. Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Und warum darf man das nicht? Das ist eine Beleidigung für die Hausfrau. Das wenn man Knödel schneidet, weil er so hart ist, dass man nicht fressen kann. Du weißt aber auch, dass zum guten Knödel braucht man kein Gulasch. Das ist eine Beleidigung für die Hausfrau. Klar, wenn man sich so konsequent selbst versorgt, braucht es natürlich auch einen gescheiten Gemüs- und Kräutergarten. Und da riecht man dann sogar, was Nachhaltigkeit und Regionalität bedeuten. Und hören tut man es beim Holzmacher. Das hat doch irgendwie so was Kindisches. Ja, das ist schon ein bisschen martialisch. Ja, oder fast. So, nur besser, ja. Ja, Holzmacher, das sind die ganz, die Wilden, die Holzmacher, die sind die Behörden. So weit das Auge reicht, kann man deine Baum sehen? Ja, ja, kann man so sagen. Und das meiste ist, geht in die Möbelindustrie? Nein, Möbel nur zum Teil. Es sind die Buchen und die Edelhölzer, Ahorn und so Sachen. Die gehen in die Möbelindustrie, der überwiegende Teil geht einfach in die Sägeindustrie für Bauholz. Interessant. Wer also schon beim Möbelkauf auf Regionalität achtet, der unterstützt damit den Fortbestand unserer heimischen Wälder. Und ein Beitrag zum Klimaschutz ist auch. Ja, genau.
Da war doch noch was. Ich hole mal die Brote, gell, Annette? Mach das. So. Das war nicht ganz gut, aber es war auch nicht ganz schlecht. Perfekt. Na, perfekt war es nicht. Schau, Temperatur, ja, 250 Grad. Passt. Wie lange lassen wir das jetzt drin? Ja, eine Stunde ungefähr. Sagen wir mal, nach einer Stunde schauen wir noch. Ja, schon ein bisschen eher. Na, doch eher. Mhm. Gut. Gut. Schön. Das ist ja nicht normal. Was hast du denn da für einen Sport ausgesucht? Du bist ein alter Wolfler. Mach du mal. Auf geht's. Geht schon, gut. Ich bin noch mal. Nein, bitte nicht. Das moderne Trainingsgerät hast du selber zusammengebaut? Ja, das habe ich mir selber zusammengebaut. Ist schon ein bisschen wurmstichig drauf. Aber bis jetzt hebt es noch her, wird wahrscheinlich auch schon 20, 25 Jahre alt sein. Das hätte ich jetzt auch geschätzt ungefähr. Gell? Mhm. Fingerhackeln heißt dieser bayerische Traditionssport. Am liebsten bei bester Stimmung im Bierzelt. Und gewonnen hat der, der seinen Gegner so richtig über den Tisch zieht. Und in dieser Sportart bist du amtierender fünfter bayerischer Meister. Ja. Also riesen Trainingsaufwand wahrscheinlich. Seit Februar oder so, also irgendwie 3 Monate oder so. Aber da gibt es schon noch andere, die viel, viel mehr trainieren. Also für ganz vorne eine klang es jetzt nicht mehr. Werden wir halt dann irgendwann einmal in der Altersklasse landen. Druck einmal zu. Nein, mit dem geht's nicht mehr. Der ist jetzt gerade litiert. Ja. Aua, nein, langt schon. Passt schon gut. Meines AI. Michi ist mir ein bisschen zu grob. Ich glaube, ich schaue lieber noch mal zur Annette. Jetzt schauen wir noch. Eher relativ schnell gegangen, oder? Ja. Du merkst, dass das fertig ist, eine Stecher, oder? Das zeige ich dir jetzt, dass das gespannst. Mhm. Gut, fertig. Klopfst du auf. Ja. Fertig. Das hätte ich jetzt auch vermutet, dass das fertig ist. Gut, dann haben wir es. So ein Tag bei Michi und Annette hat schon was Idyllisches. Am Schluss haben sie mir noch mal was Interessantes erklärt. Wir sind Teilhaber der Molkerei. Also uns gehört der Trumpf von der Molkerei und das Gefühl, das hat man. Ja. Als Genosse absolut. Und die Vertreter im Aufsichtsrat und in der Vorstandschaft, das sind Bauern, die von uns gewählt worden sind. Und da verlässt man sich einfach auf seine Kollegen, dass die eine gute Hand haben und da ein Gefühl haben dafür, dass die Molkerei in die richtige Richtung investiert, gelenkt wird, ihre wirtschaftlichen Interessen entsprechend da weiterentwickelt. Die Landwirte sagen vielleicht, die Molkerei investiert sehr viel. Kann das, was sie investiert, dadurch auch den Milchpreis erhöhen, wenn sie die Investition sparen darf? Ja. Andererseits sagt die Molkerei, wenn wir nicht mehr investieren, gibt es irgendwann überhaupt keinen Milchpreis mehr. Wer nicht investiert, der scheidet irgendwann aus. Und da eben diese Balance, das ist entscheidend. Wir meinen, dass das momentan, also die vergangenen 15, 20 Jahre, sehr, sehr gut funktioniert hat. Und wir hoffen, dass das auch weiterhin so ist. Gutes Miteinander. Ja. Ein gutes Miteinander, ja. Wertschätzung gegenüber der Natur, ein respektvoller Umgang mit den Tieren, Leidenschaft für das, was ich tue. Der Tag heute mit Michi und Annette hat mir gesagt, Landwirt sei ist Lebensart. So, jetzt waren wir heute den ganzen Tag der Kur auf der Spur. Richtig schön war's. Annette, für Stefan, für dich. Stefan, bitte, servus. Schön, dass du da warst. Ausgemacht, gell? Kommst du mal wieder. Das mache ich auf alle Fälle. Mhm. Gut. Ich habe viel gelernt, aber das Schönste war, dass ich euch kennengelernt habe. Bitte. Bitte, servus. Ich bleib der Kur auf der Spur. Nächste Folge im April.